Hallo und herzlich willkommen zurück zu Live in the Woods. Ja, ihr mögt das auch mal, wenn die Ansage, die spezielle kommt. Der Philipp sagt immer, es freut ihn immer sehr so. Wir haben Marmorpflasterstein. Warum wiederhole ich mich eigentlich? Ich kann es euch nicht sagen. So, wir gehen hoch. Wir waren dabei, ein Badezimmer zu bauen. Und zwar werden wir hier hingehen. Wir müssen mal gucken, ob wir den Bereich für die Dusche dann auch, werden wir einen anderen Block auf jeden Fall unten drunter machen. Mein Meißel ist auch fast kaputt, aber wie sieht's denn aus? So, wir haben... Was ist denn das hier? Das ist die Dioritsäule. Das sind jetzt keine Fliesen oder sowas. Wobei, kleine Dioritkacheln, die könnte ich mir auch schön vorstellen. Wie sehen die denn aus? Wir gehen erstmal die Spitzhacke hier unten rein. Und den Rucksack weg. Und dann haben wir alles hier unten, was man braucht. In der heutigen Corona-Zeit oder sowas, wir sind voll fürs Klo ausgerüstet. So, passt mal auf. Wir sollten unten drunter, müssen wir vorsichtig sein, weil wir haben ja unten drunter nämlich nur Carpenter-Blöcke. Carpenter-Blöcke. Okay. Ist jetzt nicht so der Brüller, würde ich mal sagen. Ist natürlich geiler für ein Bad als so ein Boden, auf jeden Fall. Aber kann man drüber streiten, genau. Ein Clipboard. Ah, ich habe das als Klemmbrett gesucht und sowas. Heißt das den Clipboard? Das brauchen wir unbedingt. Das habe ich, der Kronk hat das doch gehabt. Ist es das? Biblio-Clipboard? Ist es das? Hau mal den Schüssel drauf. Ja, aber da schüssel ich ja nur durch dann. Ist natürlich eine gute Idee auf jeden Fall vom Philipp, dass wir hingehen, einfach mal so durchschüsseln. Ist natürlich cooler, als dass wir jedes Mal hingehen und jetzt so hier im Moment, warte mal, der Meißel und jetzt machen wir den Marmorblock da drauf. Marmorpflasterstein. Ich glaube, wir haben gerade ein Problem, kann das sein? Wir müssen den Marmorpflasterstein erstmal brennen, damit wir wieder Marmor kriegen. Wieso haben wir denn keinen Marmor? Wir hatten Marmor für die Decke hier oben genommen. Wir hatten doch nicht, das war noch nicht, ja, hier böser Meißel. Das ist Andesit. Haben wir nicht noch Marmor? Wieso haben wir denn Marmorpflastersteine da eigentlich? Das ist ein anderer Marmor, oder? Wir brauchen. So, wir brauchen Marmor. Das da. Nee, das ist Eisen. Nee, das ist Marmor. Das ist aber auch Marmor, oder? Das ist auch Marmor. So, gib mal her. Das rohe Marmor für den Rohkostfreunde. Haben wir den rohen Marmor mit am Start. Und jetzt werden wir den Marmor mal schüsseln. Ich finde es immer so witzig. Wir wollen schüsseln, damit wir später schüsseln können. Das ist nicht miteinander zu verwechseln. Es ist ein artverwandtes Wort. Schaut mal her. Hauen wir den Marmor mal hier rein. Das ist doch schon geiler, oder? Ich meine, hier. Marmorfliese, das wird perfekt fürs Bad. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir machen mal so einen einzelnen. Es ist schon wieder Nacht draußen. Nee. Nein. 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 Wobei das eben war cool gewesen. Unten für die Duschwanne war das geil gewesen. Erstmal brauchen wir Licht. Wir gehen jetzt wieder rüber ins Bett. Und das Geile ist, was passiert, wenn ich im Bett schlafe? Erinnert euch daran? Hä? Was ist es? Wir schlafen im Bettchen und landen direkt im Klo nebendran. Ja, weil das ist doch ganz gut. Wenn man morgens aufsteht, sollte man erstmal auf Toilette gehen. So. Was haben wir hier eigentlich? Die sind Marmorfliesen, die passen für ein Bad. Die wären aber auch geil. Angeordnete Marmorfliese. Wie ist denn das? Auch cool aus auf jeden Fall, oder? Das ist jetzt nicht so. Einfach nur Marmor, das wäre so ein glatter Marmorboden. Die wäre auch gut als Badewanne, als Duschwanne. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Das sind auch wieder andere, gell? Das hier ist das perfekt für den Ablauf unten. Marmor mit großen Dellen. Gut, ich sehe da keine großen Dellen drin, aber sehr geil. Also erstmal Marmorfliesen. Wir machen jetzt erstmal, wie viel brauchen wir denn? Das ist ein 4x4 Raum, oder? 4x4, 18, 16. 16, da haben wir schon welche nebenhin gemacht. Jo, komm mal her. Ich muss mal überlegen, wie wir nachher zwischen den Folgen hin und her springen werden, weil wir können ja auch hingehen und das Ganze dann noch ein bisschen so gestalten, dass wir vielleicht
Ja, jetzt machen wir ja fast eine Stunde, gell? Nein, wir machen eine halbe Stunde mal. Wenn wir eine Stunde gespielt haben, können wir hingehen und auf die nächste Folge, beziehungsweise auf das andere Minecraft-Spiel wechseln und wechseln ein bisschen hin und her. Schadet ja nicht, oder? Haben wir ein bisschen was durcheinander. Aber das macht doch bestimmt auch mal Spaß oder sowas, ja? Ah, okay, war das aber, Nadjan, war das trotzdem das Clipboard gewesen? Schau mal hier. Das hier oben. Ach, man sieht's nicht, weil oben die. Wartet mal. Babam. So, schau mal. Ist es das da? Genau, ich habe es gerade gemerkt, dass du es nicht siehst, deswegen habe ich es jetzt korrigiert. Ist es dieses Teil Biblio Clipboard? Ist es das? Du siehst es jetzt ja, auch wenn es zeitverzögert ist, jetzt mache ich erstmal wieder hin und mach wieder unsere Stream-Informationen oben rein. So, und dann gehen wir hier rein, machen Vollbild. Babam. Und es geht weiter. Das schaut anders aus. Kannst du mal sagen, wie zufällig, wie es heißt, dass ich es eingeben kann? Im Discord kann ich jetzt gerade nicht nachschauen. Also pass mal auf, wir wollten die kleinen Marmorfliesenschüsseln. Das wollten wir gerade mal machen, dass wir hier nicht so durcheinander kommen. Wir wollen die da nehmen, oder? Wobei die anderen sahen. Passt mal auf. Ja. Ach, das ist mein Platz im Inventar, das war so furchtbar. So, und auf der anderen Seite machen wir jetzt mal die anderen in der anderen Form. Nur mal, um zu schauen, wie das für ein Bad aussehen würde. So, wenn ich jetzt noch hingehe und beim Schüsseln zum Testen brauchen wir 8. Nehmen wir mal 8 Stück hiervon und nehmen mal die da war das, gell? Die angeordnete Marmorfliese. Das Blöde ist, dass die. Das würde als Decke geil aussehen. Das ist eine geile Decke. Aber ich sag ganz ehrlich. Wobei das hat so eine Kante außen, das Bad dann. Was findet ihr denn besser? Die kleinen Fliesen? Die sind schon schöner hier, gell? Sollen wir die nehmen, oder? Was meint ihr? Ja, wir machen den, oder? Problem wird jetzt nur sein, wenn wir irgendwo einen Eckbereich reinmachen. Wobei, das löst sich dann so raus, oder? Doch, das ist geil. Das machen wir, wir nehmen die. Dann, wobei die anderen können wir ja umschüsseln. Was? Okay. Komm, jetzt übertreibt man. Warum macht er denn da so Muster da draus? Ich will das hier so haben. Was ist das denn? Willst du mich verarschen, Spiel? Mach jetzt hier mal wieder richtig. Vor allem nutze ich der Meißel doch ab. Man soll bald einen neuen Meißel bauen, nur damit wir den Spaß hier haben. Jedes. Jetzt reicht's mehr. So, Spiel. Du hast es so gewollt. Wir machen es halt auf die brutale Tour. Wir brauchen einfach noch 2 Blöcke davon. Ha! Wäre doch gelacht. Und zwar nehmen wir dafür. Ich kann die natürlich jetzt nicht ergänzen. Hahaha. Nicht mit mir. Und wieder kommt jetzt so ein komischer. Genau. So. Das sieht doch geil aus. Jetzt mal ohne Scheiß. War ja klar. Dass ich da was vergessen habe. Wenn man mal einmal in eine Ecke nicht hinschaut. Und zwar kommen dahin diese hier. Dann überlegen wir uns erstmal, wo kommt denn die Dusche hin? Wir können erstmal hingehen, auch die Kante hier. Wir machen die Kante mal höher. Man muss jetzt nicht hier so stehen und rausgucken, oder? Wenn wir ein Waschbecken oder sowas hier hin machen. Wobei, das wird nicht gehen. Wir müssen halbe Blöcke hinmachen, um gucken, ob der Wasserhahn dran festmachen geht oder sowas, ja. Wir machen es jetzt erstmal so. Hallo. Weil dann können wir nämlich je nachdem, wo das Waschbecken hinkommt, ich will auf jeden Fall echt einen Durchgang nebendran machen, oder? Zum Schlafzimmer. Wie ist es, wenn wir das Schlafzimmer eine Wand nach hier setzen? Ist es noch breit genug vorbeizugehen? Ich hätte ganz gerne, ich will die Tür nicht direkt hier nebendran so haben, oder? Also ich würde da gerne,
einen Platz noch gewinnen. Das heißt, dass wir hier weg hätten, den Schreibtisch darüber, das Bett eins nach links, das eins nach links, dann haben wir einen Durchgang nebendran. Das wäre optimal, wobei diese Nische ist schon geil so. Oder wir machen es einfach, dass man halt nicht vom Schlafzimmer aus ins Bad geht, sondern muss halt hier raus und geht hier rüber, ist auch in Ordnung, oder? So, erstmal gucken, wo machen wir die Toilette hin? Die ist geil, oder? Ach, wobei, die hat dann oben so dieses lange Rohr mit dem Spülkasten, das wäre ja witzig. Ich würde sagen, wenn wir die da hin, was wir die über Exo machen, ne, ist auch nichts, oder? Wenn wir die so hinmachen, dann können wir hier vorne nebendran das Klopapier hinhängen. So. Das ist der Spülkasten. Okay. Something in the way. Das ist immer so nervig. Hier wird es gehen mit dem Spülkasten oder was? Ach, da ist eine Schnur nebendran, deswegen. Ja, pass auf, dann machen wir es doch mal so. Jetzt habe ich schon direkt den Klopapierspender in der Hand. Geht er da hin machen? Der muss so niedrig, der muss da an die Wand. Der ist braun überall. Braun ist er doch erst nach Benutzung. Warum ist denn der jetzt hier, warum ist denn der hier weiß? Und hier drüben ist er braun. Ah, hier geht er. Aber man muss nah genug sein, damit man das Klopapier benutzen kann, oder was? Ne, da unten hängt. Dann brauchen wir nicht, ganz ehrlich, wir brauchen dieses Rohr da hinten gar nicht hinmachen, dass der da oben. Wir könnten so ein Rohr dahin machen, so als Deko-Element. Quasi zum Befüllen, wo hinten. Ist das gut? Das Dach, das Regenwasser vom Dach kommt oben in den Spülkasten rein. Aber wenn wir das Klopapier hier hinhängen, das hängt schon gut von der Höhe, oder? Das ist nichts, oder? Da muss man. Da oben, ja. Da kriegt man irgendwann, je nachdem, wenn man eine längere Sitzung hat oder sowas, dann kann es schon mal ein bisschen schwierig werden oder sowas, ja. So ist doch gut. Okay, jetzt haben wir das. Und jetzt müsste man die. Ist jetzt halt noch die Frage. Die Dusche müsste in so eine. Boah, eine Duschnische. Eine Duschnische, wenn wir jetzt hier eine Nische reinmachen nach neben, dann wird das Arbeitszimmer wieder ein bisschen kleiner. Aber hier wäre das okay, gell? Weil, pass mal auf, wenn das jetzt hier die Duschnische wäre, dann muss bis hier hin und dann könnte man hier Regalböden hinmachen. Wäre auch eine geile Sache. Pass mal auf. Gesagt, getan, der Bogi ist ein Mann der Tat. Da braucht man nicht lang fackeln. Wir können halbe Blöcke hinmachen, damit wir nicht so viel Platz. Wobei, es ist die Frage, wenn wir Regalböden hinmachen. Je nachdem, ob wir Regalböden hinmachen, ist dieser Block bebaubar. Ich denke schon. Wir könnten Carpenter-Blöcke und hauen die schmal, dass es nur ein halber Block ist, damit wir nicht so viel Platz verschwenden. Dann haben wir hier neben noch schön die Fensternische. Jetzt müssen wir uns jetzt noch überlegen, wie wir das machen, weil. Nee, brauchen wir doch gar nicht. Was überlege ich denn da? Wir müssen doch hier den Block nur verfüllen. Passt mal auf. Wobei, wenn wir Carpenter-Blöcke nehmen, dann könnten wir Fliesen dranhauen an die Wand. Wie geil ist das denn? Lass es uns mit Carpenter-Blöcken machen. Wir probieren es mal aus. Nee, will ich doch gar nicht. Ich will doch da. Reicht uns diese Duschnische so von einem Feld? Jo, oder? So. Was natürlich noch geiler wäre, die mit dem Hammer platt schlagen. Dass hier Platz ist. Na, passt mal auf. Das wird so geil werden. So, pass auf. Jetzt haben wir die da rein. Und jetzt werden wir da irgendeine geile Fliesenstruktur drauf machen. Und da können jetzt die kleinen Kacheln drauf. Die wir hier nicht verwendet haben. Das ist mega, oder? Oh nein, Philipp, schade, dass du gehen musst. Aber schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und eine schöne Woche. So, lass mal überlegen. Wir wollen hingehen. Wir haben doch noch Marmorfliesen. Das Problem ist jetzt nur, wenn wir die Marmorfliesen da drauf machen, dann wird dieser Block dazu. Das will ich nicht. Wir müssen dem Block diese Struktur hier geben. Und jetzt müssen wir Fliesen auf die Wand bringen. Wobei, dann werden wir den Wasserhahn nicht mehr drauf machen können. Wir brauchen ja noch den Wasserhahn von der Dusche und alles. Dann müssen wir das gerade mal nebendran an der Dekobank machen. So, das hier brauchen wir. Wir brauchen den Duschkopf. Was brauchen wir denn noch fürs Bad? Ja, auf jeden Fall ein Waschbecken. Was ist das hier? Das ist der Seifenhalter. Da müssen wir überlegen, wie wir das machen. Ich würde ganz, ganz gerne noch eine Badewanne in die Wand reinsetzen. Oh, das ist eine Duscharmatur. Oh, die Duscharmatur, die brauchen wir auch.
testen das jetzt mal aus, weil dann wird schon wieder Nacht. Nacht- und Nebelaktion. Wieder schlafen gehen und direkt zum Arbeiten nehmen. Hey. Warum will er nicht schlafen? Eine Spitzhacke in der Hand. Manche Charaktere haben halt so ein bisschen Eigenarten und sowas. Bogi kann nur schlafen, wenn er eine Spitzhacke in der Hand hat. Oh, war die Nacht gut. So, also, ich würde eigentlich sogar fast sagen, dass ein Waschbecken hier hin müsste. Da müsste man sich aber hier so... Ich muss in die Dusche rein. So, müssen wir mal schauen. Wir brauchen auf jeden Fall... Wir brauchen die Duscharmatur. Ja, cool, oder? Könnten die natürlich... Boah, über Eck ist ja auch geil. Ja, pass mal auf. So, dann brauchen wir die Armatur. Wie geil ist das denn, Leute? Jetzt mal ohne Scheiß, sag mal, wie geil ist das denn? So, und jetzt machen wir da unten, machen wir den Marmorblock rein und schüsseln uns den Abfluss dahin auf jeden Fall. Diorit, denn Diorit müssen wir wieder mal zum normalen Diorit, das kleine, passt mal auf, wir schüsseln mal den ganzen Diorit wieder normal. Die brauchen wir ja nicht, gell, diese Dioritkacheln. Oder das sind gute Wandfliesen fürs Bad. Wir lassen sie vielleicht nochmal. Ich brauche einen Marmorblock. Den setzen wir jetzt mal hier hin. So. Und mal schauen. Ich kann ihn nicht schüsseln, wenn ich da was drin habe in dem Schüssel oder was. Ist das so? Tatsache. Das wäre denkbar. Wo ist ein Unterschied? Also da ist unten ein Creeper-Gesicht da drauf. Perfekt, oder? Marmor mit großen Dell. Oh, da war eben auch ein guter. Das ist schon geil. Jetzt ist nur die Frage, kriegen wir auf die Karten der Blöcke fließend aufgebracht? Jetzt haben wir die im... Geht das auch? Aber wie geil ist das denn, Leute, dass das auch funktioniert? Dass das auf die Wand auftragen geht? Das heißt, wir müssen hier Karten der Blöcke machen und da Karten der Blöcke machen. Wir brauchen Karten der Blöcke. Karten der Blöcke! Karten der Blöcke! Wo sind die Karten der Blöcke? Wir holen uns jetzt die Karten der Blöcke. Schon direkt beim Laufen die Axt in die Hand. Hier, das gibt Karpnerblöcke. Nein. Egal. Oh, meine Hand ist voll stark hier. Oh, da in der Not frisst der Teufel fliegen. Ganz ehrlich, ich will nicht so erbärmlich sein, dass ich jetzt wirklich mit der Hand das wegmache. Wir haben alles, was wir brauchen, doch einstecken. Ja, genau. So. Naja, es wäre nicht so, dass wir keine Werkzeuge haben. Ich meine, später. Wir müssen uns jetzt noch an den einfachen Äxten erfreuen, weil wenn wir die Tinker-Sachen nachher verwenden, dann wird es natürlich mega, mega mäßig. So. Gib mehr Carpenter-Blöcke. Gib mehr Carpenter, gib mehr Block, denn ich habe jetzt richtig Bock. So. Carpenter-Blöcke. Zack. Okay, 15. Die reichen uns sogar schon fast. Würde ich mal fast behaupten. 15? Jo, 6 brauchen wir doch nur. Falscher Raum. So. Und nicht runterfallen. Könnte noch ein Fenster. Naja, brauchen wir ein Fenster nebendran in der Dusche? Nee, eigentlich nicht, oder? So, und da muss erstmal die Mauertextur drauf. Ey, dass man das nicht ins normale Minecraft mit reingemacht hat, das ist Gold wert. Das sieht so geil aus. Eventuell machen wir sogar das ganze Bad aus Carpenter Blöcken. Das wäre einfach dann ein bisschen anderes. Kann man da noch reingehen, wenn dann das aufgebracht ist?
fehlt uns jetzt eins. Den müssen wir vielleicht vorher schüsseln. Ich habe irgendwie Angst, dass er beim Aufbringen was mit der Decke oben drüber. Was ist denn mit die Decke? Müssen wir eigentlich auch fließen. Das heißt, wir brauchen die hier. Das heißt, oh, jetzt habe ich natürlich wieder gerade mein Werkzeug aus der Hand genommen. Das ist aber blöd. So. Was brauche ich denn definitiv jetzt erstmal nicht? Ich brauche die Axt erstmal nicht. So, Spitzhäckle. Huckleberry Finn. So. Oh, Huckleberry Finn war auch geil früher. Da brauchst du. Oh, es war leck gewesen, ne? So, und da jetzt. Hier. Wie findet ihr das? Mit Bibliocraft nach dem Clipboard. Ja, gut, im Bibliocraft, aber das Problem ist. Im Bibliocraft. Ups. Können uns mal die Bibliocraft-Sachen anzeigen lassen. Boah, ich, die Frage ist: Brauche ich für Bibliocraft sowas ähnliches wie die Werkbank, um die Sachen herzustellen? Blöd ist, ich weiß nicht, wie das Clipboard aussieht. Rahmenplatte. Ja, ich sag mal, die To-Do-Liste können wir nachher immer noch machen. Was ist das hier eigentlich? Atlasplatte. Ein Akkubohrer oder ein Monokel anziehen dann. Hallo. Das sind die ganzen Stunden wollen, oder? Schicke Laterne. Ach, die Laternen waren ja auch. Ah, wie geil. Wir brauchen natürlich auch. Was brauchen wir denn, um das zu bauen eigentlich? Auch so einfach. Wir brauchen nämlich auch so eine Lampe noch bei uns auf dem Schreibtisch. Oh, Glowstone ist da drin. Oh, unsere Rüstung ist auch alles. Oh, die Dia-Rüstung ist fast kaputt. Krass. So, aber jetzt hätten wir das schon mal. Ich würde sogar. Dann wird der Raum nebendran wieder kleiner. Was ist denn dabei? Was ist denn. Ja. Unterm Keksglas war es gewesen. Moment. Unter dem Keksglas. Wo ist denn das Keksglas? Das ist ein Keksglas, oder? Das ist ein Tintenfässchen. Doch, Keksglas. Ach, da ist das Clipboard. Ne, Rahmenblätter. Ja, da, Klemmbrett. Okay. Tintenfest, jetzt können wir uns mal bauen. Feder haben wir. Oder Farbe. Drei Blätter. Eine Druckplatte. Das bauen wir uns jetzt auch, das Clipboard. Das machen wir. Wir brauchen einfach nur Papier. Rechts oben eine Feder. Müssen wir gucken, brauchen wir denn. Haben wir Federn? Haben wir Federn? Ich glaube, wir haben Federn, oder? Bumm, gegen die Wand gerannt. Also da haben wir Papier auf jeden Fall. Wir brauchen noch so ein Tintendings, Tintensäckchen vom Kraken. Das ist ja kein Problem, aber wir können mal oben schauen. Wir haben eventuell bei uns in der Bude noch ein bisschen was. Und zwar, wir brauchen ja nur eine Feder. Wir haben doch unterwegs mal ein paar Hühner kalt gemacht. Also das sind nur Baumaterialien. Ach, apropos das Sprichwort, das unterwegs Tiere platt gemacht. Das heißt, wir könnten Glück haben. Und, da haben wir ein Tintensäckchen. Wir könnten Glück haben, dass es in unseren Rucksäcken drin ist. Ja, wir haben eventuell haben wir unterwegs was zu essen eben in den Öfen noch gehabt. Da waren da irgendwie noch. Okay, Fleisch. Und Kartoffeln. Wunderbar. Die können wir nehmen. Lass uns mal in die Rucksäcke reinschauen. Haben wir echt unterwegs keine Dings eingesammelt? Wir haben noch einen zweiten. Kann sein, dass wir keine Federn eingesammelt haben. Sieht schlecht aus. Ich sehe keine Federn. Dann müssen wir ein paar Hühnerblatt machen. Okay. Ja, ich glaube, wir haben Hühner nicht getötet bisher, gell? Wir haben die Hühner immer leben lassen. Jo. Ah, da waren noch Karpfenblöcke. Die holen wir uns auch direkt mal raus. Ach, der Stein hat lauter so Zeug drin, was wir eigentlich hier zum Bauen brauchen können. Kommen die 64 Zäune rein, dann macht die da ein bisschen Platz. Guten Tag, Vogelscheuche. Ja, ich glaube, ich habe die Hühner, glaube ich, wirklich in Ruhe gelassen, ja. Wir haben keine Hühner. Ist hier irgendwo am See ein Huhn? Da kommt es nicht so schwer sein, Hühner zu finden. So, lalalalala. Schon mal schön das Schwert auspacken. Sonst ist die Landschaft mit Hühnern überfüllt.
Es wird Nacht. Das könnte sich auch noch rächen, dass wir jetzt hier unterwegs sind. Schaf. Lass dich vor mir herschieben. Du willst doch nicht gezielt, dass wir dich jetzt umbringen, oder? Außerdem muss ich zurück. Ich will einen Screenshot machen fürs Bad. Das ist die Badezimmerfolge. Das heißt, wir können eigentlich jetzt uns das Hühnchen gar nicht erlauben. Eh keine Hühner auf der Seite. Na gut, wir werden erstmal am Bad weiterbauen und machen den Screenshot und holen uns am nächsten Tag einen Huhn. Wir gehen einfach mal, pass auf, wir gehen einfach mal hier rum, auf der Seite. Und wir werden bestimmt vielleicht Glück haben und kriegen doch noch ein Hühnchen. Stimmt, die Grashüpfer sind wirklich weniger geworden. Das könnte damit zusammenhängen, weil jetzt mittlerweile halt viel mehr andere Tiere spawnen. Auch keine Hühner auf der Seite. Wollen kein Risiko eingehen. Dann werden wir erstmal ein bisschen was frühstücken. Wäre natürlich krass, wenn wir auch wieder jetzt auf dem Klo spawnen würden. Irgendwie, dass das Spiel erkennt, Boogie muss morgens aufs Klo oder sowas und dann müssen wir dahin. Waren nicht nebendran auf der... Wir haben wieder Hunger auch. Machen wir erstmal die 4 Steaks rein. Weil da schon alles immer diese schwarzen Rauchschwaden hochkommen. Weil ich will das Badezimmer fertig machen. Wir können nämlich, wir machen unteren Teil, pass auf, wir machen unteren Teil Carpenterblöcke. Gibt es nicht auch hier? Ja, auch hier haben wir keinen Huhn oder was? Ja gut, dann würde ich sagen, Clipboard später. Er rennt uns ja nicht weg. Gehen wir erstmal wieder bei uns ins Haus rein. Und wir könnten das Bad so zur Hälfte fließen, ist auch ganz cool. Vielleicht haben wir aber auch in einer anderen Kiste. Vielleicht haben wir doch irgendwo noch Federn. Aber ich glaube, warum sollten wir Federn haben? Außer wir haben durch irgendwas anderes Federn gefunden. Ich kann jetzt nochmal gerade hier neben reinschauen. Aber ich... Ja, gut, gehen wir halt hier rein. Aber auch, glaube ich, würde mich arg wundern, wenn wir hier irgendwo auch sowas hätten. So, hoch ins Bad. Und zwar waren wir eigentlich dabei gewesen. Ich hatte überlegt eben, ich hatte wieder so einen Gedanken, wenn man noch nebendran eine Badewanne machen würde. Man könnte eine Badewanne hier davor stellen. Aber eine Badewanne müssten wir ja auch bauen. Weil da könnten wir auch eine geile Nische machen mit Wasser, schmale Kante davor. Aber dann ist der Raum wieder zu klein. Wenn wir den Raum vergrößern wollen, müssten wir ihn wieder hier die Wand eins versetzen. Wäre eigentlich noch ausreichend, insofern wir nicht ein Regal über die Seite hier ziehen. Wir können hier ein Tisch hinstellen und hier Regale hinmachen. Die Frage ist, was brauchen wir denn eigentlich am Platz für dieses... Was brauchen wir denn für dieses Tränkeregal? Ist das ein Block groß? Das ist doch nur so dieser Tränketisch oder was? Wie heißt denn das Ding? Na, wo ist es denn? Trankstation oder was? Nee, wie heißt es denn? Ja, wie heißt denn das? Ja, aber in der Taverne glaube ich auch nicht, dass das drin ist. Wir werden erstmal, wir gucken nachher, es gibt ja genug Hühner. Also, jetzt ist erstmal die Frage. Machen wir es so und wir haben keine Badewanne. Haben wir keine Badewanne? Oder setzen wir uns hier, wenn wir hier den Block können wir auch nicht nehmen. Wir könnten hier diese beiden Blöcke nehmen, könnten hier ein 2x2 Feld 1 nach hinten setzen, könnten eine Nische zum Baden machen. Dann müssen wir die Toilette umsetzen. Die Frage ist, Waschbecken und sowas, wir können ja auch zwei Waschbecken machen. Schaut mal, wenn es hier ein Waschbecken ist, ist es ein bisschen eng, hier reinzukommen oder sowas, oder? Ich würde sogar fast sagen, dass man das Waschbecken hier an die Seite macht. Dann haben wir aber das Problem, dass wir... Ich mache mal ein Doppelwaschbecken, oder? Jetzt haben wir noch die Waschbeckenarmatur. Haben wir die nicht gecraftet? So, das ist die Armatur... Waschbeckenarmatur außen... Außen gerichtet, innen gerichtet. Was heißt denn außen und innen? Sieht eigentlich für mich gleich aus. Wo ist denn der Unterschied? Und das war eine. Ach, das ist eine Badewanne. Ah, ey, ganz ehrlich, wenn ich die Sachen sehe, da weiß ich, brauche doch eine Badewanne. Seifenhalter. Ach, den kann man die Wand machen auf jeden Fall. So, pass mal auf. Es könnte sein, dass uns gleich die Farbe auch alle ist. Badelaken. Da brauchen wir alles, alles cool. Das müssen wir neben das Klo stellen, das Ding. Ein zweites Waschbecken. Handtuch. Oh. Trankregal. Aber Trankregal heißt das nicht, oder? Taucht hier nicht auf. Verschütteter Trank.
Das ist das Trankregal, wo man was reinstellt. Ich meine die Station, mit der man die Zaubertränke herstellt, mit dieser Armatur, mit dem Bunsenbrenner und sowas. So, was haben wir denn gerade? Das ist jetzt der Seifenhalter. Sollen wir den jetzt hier hin machen? Ein Handtuchhalter. Das passt hier nicht mehr hin, gell? Ah, halt, das ist falsch, gell? Ich habe jetzt gerade das kleine Handtuch, das ist das Badehandtuch. Oh, das ist richtig, sieht eigentlich fast wie Klopapier aus. Wäre sogar fast eine Überlegung wert, ein Waschbecken auf die Seite zu setzen. In die Toilette darüber, weil dann kommt man rein, hat direkt das Klo vor der Nase. So, auf jeden Fall können wir hingehen. Und hier. Das ist schon geil. Jetzt fehlt uns noch die Armatur. Und zwar außengerichtet, innengerichtet. Das verstehe ich immer noch nicht. Gucken uns mal beide an. Die sieht doch gleich aus. Okay, und die andere? Die ist hinten, die ist auch hinten. Wo ist denn der Unterschied bei den beiden? Aber geil. Mega. Jetzt würde ich sogar fast überlegen, gibt es einen Spiegel? Ein Spiegel wäre natürlich cool. Gibt Spiegel, ja. Spiegelndes Glas. Müssen wir über Towncraft, müssen wir über Zauberei nachher machen. Das hier ein Ei, ein Spiegelei. Magischer Handspiegel, magischer Spiegel. Wenn wir reingucken, werden wir da reingezogen und getötet oder so. Was ist denn wirklich, wenn wir ein zweites Waschbecken nebendran machen mit zweiter Armatur? Und halt, wir haben überlegt gehabt, wir wollen doch ganz ehrlich, wir wollen doch gar keinen Durchgang nebendran machen, oder? Achso, das ist nach vorne gerichtet, ne? Deswegen. Wir machen nochmal gerade ein weiteres Waschbecken. Insofern unsere Ressourcen noch ausreichen. Das Bad nämlich gern fertig machen, weil ich will nämlich einen Break von dieser Folge machen. So, und das jetzt? Ah, okay, jetzt verstehe ich, was das ist. Okay, die werden wir wieder einschmelzen. Und zwar, wir haben hier unten die außen gerichtet. Ah, okay. Wir brauchen... Clip erstellt, okay. Waschbecken, Armatur, außen gerichtet. Die wieder, wir brauchen die innen gerichtete. Innen gerichtet. So, die hier. Jetzt lass uns gerade mal gucken, ob wir einen Spiegel finden. Schlafzimmer. Im Schlafzimmer gibt es keine Spiegel, oder? An der Decke. Ah, das sind die Vorhänge. Curtains. Heubett. Oh, eine Bahnhofsuhr oder was? Ah, das ist ein Wecker. Ein Wecker. Den brauchen wir auch. Wir probieren es mit den Vorhängen mal. Ich will mal gucken, wie das mit diesen Vorhängen ist. Drawers Boy. Esszimmer. Was ist das hier? Teller. Teeservice. Frau mal unten für den Speisesaal auf jeden Fall. Stacheldraht unbedingt in der Wohnung. Wie zu Hause. Weinflaschen. Feste. Aber auch da. Was hat ein Grabstein mit einem Fest zu tun oder sowas, ja? Ein Pilger. Küche. Boah, das sind auch. Wir werden unten noch die Küche einrichten und sowas. Beleuchtung. Wohnzimmer. Aber auch da sind keine Spiegel. Boah, da kriegen wir richtig geile. Boah, da kommen so geile Sachen zusammen. Ich weiß es jetzt schon. Was ist das hier? Papierstapel. Pets. Knochen vom Tier. Auch gut. Religion. Oh. Wir wollten noch die kleine Kirche bauen. Erinnert ihr euch daran? Wissenschaft. Das brauchen wir alles. Ah, hier Wissenschaft. Das brauchen wir hier für das Zimmer auf jeden Fall. Wir stellen uns noch neben. Dann Rollstuhl oder sowas hin. Schlafzimmer, waren keine Spiegel drin. Okay, danke schön. Wandspiegel. Aber es soll auch ein funktionierender Spiegel sein. Die Towncraft-Spiegel gehen, glaube ich, wirklich, dass man sich auch drum sieht. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir die Armatur für da. Babam. Wandspiegel. Schade. Kann man den quer machen? Drehen kann man ihn nicht, gell? Nee. Hammer ist immer gut, auf Glasfläche drauf zu hauen. Ja, das ist blöd. Ja, das
Ach, den Spiegel. Ja, werden wir erstmal wieder einschmelzen. Wir haben momentan nicht so viele Rohstoffe. Oh, wir haben echt kaum noch was. Ja, Leben geht noch. Ist gar kein Blau mehr drin. Was habe ich denn da in der Hand? Was ist denn das? Ach, die war vorher noch drin, die haben wir gar nicht reingepackt. Wir stellen gerade mal den Vorhang und den Wecker noch hin. Und die Folge ist zu lang. Die Folge ist eindeutig zu lang. So. Geil, ne? Babam. Und wir machen einen Break. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Macht's gut, euer Onkel Boogie.